Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich Kaiserschwamm. Einfach hatte Appetit heute darauf und dachte, naja, schaue ich doch in mein Buch, was ich bekommen aus Österreich. Und da bin ich fündig geworden und habe original österreichische Rezept für Kaiserschwamm gefunden und habe gleich zubereitet. Und jetzt freue ich mich, an den Tisch gehen und mit meinem Mann Kaffee genießen und das dazu essen. Es ist so lecker geworden, mit so einem leckeren, butterigen Geschmack und dazu Pflaumenmus. Richtig so, wie es im Rezept steht. Sehr, sehr lecker. Und wenn ihr Interesse habt, was ist das für so ein Rezept, dann bleiben Sie bei mir. Und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Für die Kaiserschwamm brauchen wir folgende Zutaten. Ich mache nur eine kleine Portion und ich mache nicht im Backofen, sondern nur auf dem Herd in die Pfanne, weil für so eine kleine Portion das Backofen anzumachen und das alles vorheizen, finde ich jetzt absolut nicht ökonomisch. Und da werde ich einfach in die Pfanne machen. Und da habe ich jetzt zwei Eier getrennt, Eigelb und Eiweiß. Dann brauchen wir noch Milch oder ich habe jetzt halbe gemacht und 125 ml Milch und 125 ml Sahne genommen. Dann 100 Gramm Mehl. Ich habe hier abgemessen mir 40 Gramm Zucker, 30 Gramm geht in den Teig und ein Esslöffel bleibt für dann später für Karamellisieren. Eine Prise Salz brauchen wir, Vanillinzucker und Butterschmalz zum Anbraten. Ich bevorzuge Butterschmalz als Butter, aber es kann man auch mit Öl anbraten. Als erstes werden wir Eischnee schlagen. Dafür nehmen wir Eiweiß, Prise Salz und schlagen wir erstmal Eiweiß mit dem Salz auf. Und wenn es so schaumig ist, dann können wir schon Zucker anrieseln, aber ganz bisschen lasse ich noch für Karamellisieren. So, die Eischnee ist fertig. Wenn wir es umdrehen, bleibt alles da, wo er ist. Wir können gleich diese Schneebesen nehmen für Weiterarbeiten. Und dann nehmen wir unsere zwei Eigelbe und geben wir da Milch mit der Sahne rein. Und wenn ihr mag, dann auch noch ein bisschen von Vanillezucker. Kurz das umrühren. Und dann können wir schon Mehl dazu geben. So, das reicht. Und bevor wir Eiweiß unter unserer Teig runterziehen, werden wir erstmal den Herd anmachen und geben wir schon ein bisschen Schmalzbutter in die Pfanne. Stellen wir es heiß werden. So, in dieser Zeit werden wir unser Eiweiß in den Teig geben und so vorsichtig unterheben. So, fertig. Meine Pfanne ist nur 24 cm Durchmesser. Deswegen werde ich meinen Teig auf zwei Teile aufteilen. So, die Butter ist geschmolzen und fühlt sich schon heiß. Gebe ich die Hälfte von meinem Teig rein. So ungefähr. Zwei Portionen. Gebe den Deckel drauf und lasse auf so eine nicht ganz heiße Herd ungefähr so 2-3 Minuten. Ihr werdet das sehen, es wird sich so ein bisschen wie fertig oben sein. Und dann müssen wir das alles umdrehen. So, nach ein paar Minuten schauen wir da rein, dass unten nicht zu schwarz wird. Teilen wir auf 4 Teile und drehen wir das alles um. Ja, sieht gut aus.
und lassen wir noch vielleicht so ein, zwei Minütchen weiter braten auf die andere Seite. Ich habe mir jetzt hier Teller vorbereitet, wo ich werde das erste gleich da rein machen. Und dann unbedingt zudecken, dass es nicht so schnell kalt wird. So, nach eineinhalb Minuten schauen wir, wie sieht das aus. Sieht gut aus. Jetzt können wir das zerzupfen. Weil ich eine beschichtete Pfanne habe, deswegen möchte ich nicht unbedingt mit dem Gabel gehen, mache ich so, einfach auf die Stücke. So, und ich gebe erstmal gleich die erste Portion auf den Teller. Zudecken. Und hier mache ich die zweite Portion. Butter. Restliche Teig. Decken wir zu und machen wir wieder das gleiche. So, die zweite Portion habe ich auch schon jetzt verzupft und gebe jetzt die erste auch wieder zurück in die Pfanne. Streue mit einem Esslöffel Zucker und lasse kurz karamellisieren hier in die Pfanne. Einfach so umrühren, dass der Zucker ein bisschen so schmilzt und unser Nachtisch ist fertig. Serviere ich heute mit dem Pflaumenmus, kann man auch sehr lecker mit roter Grütze. Es geht wirklich sehr schnell, wenn natürlich für die mehrere Personen das zubereitet. Am besten das machen vielleicht in zwei Pfannen und dann im Backofen, aber für zwei Personen, das ist sogar das zu viel, reicht für drei Personen. Da kann man einfach schnell in die Pfanne machen. Fertig ist unser Gericht. Einfach obendrauf Puderzucker und am Tisch servieren. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal heute fertig. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach und eine schöne Kaffeezeit. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!